So sieht der Editor aus, ungefähr, wenn wir noch nichts geschrieben haben. Es gibt eine Fläche, sie ist immer grau. Und jetzt kann ich mal was auf diese Fläche zeichnen. Dazu gibt es eine Funktion, die heißt Ellipse. Und diese Ellipse, das ist ein Kreis. Der kann auch verzerrt sein. Aber wenn du nur einen Durchmesser angibst, dann ist der einfach rund. Es gibt auch Rechtecke und Linien und andere solcher einfachen Formen, die du in der Referenz findest, indem du auf Shape klickst. Hier Shape, 2D Primitives und dann siehst du hier eine ganze Reihe von geometrischen Figuren. Für einfache Versuche ist das das beste Mittel, um schnell zu einem Resultat zu kommen. Also was braucht diese Ellipse? Die braucht eine Position und die Position gebe ich mit Koordinaten an, die sich auf die Fläche beziehen. Wenn ich 0, 0 schreibe, dann ist der erste Wert, der bezieht sich auf die horizontale, auf die x-Position. Und der zweite Wert auf die Position auf der y-Achse, auf der vertikalen. Also 0, 0, das wird dann am Nullpunkt vom Koordinatensystem positioniert. Und dann gebe ich einen Durchmesser an und wenn ich das ausführe, habe ich einen Kreis gezeichnet. Dieser Kreis steht auf dem Nullpunkt des Koordinatensystems und hat eine Ausdehnung von 200. Und wir sehen einen Viertel dieses Kreises, also ist wahrscheinlich der Nullpunkt des Koordinatensystems oben links. Und die Positionsdaten hier beziehen sich aufs Zentrum des Kreises. Jetzt kann ich das von Hand verschieben, zum Beispiel indem ich schreibe 100 für die x-Position, dann wandert der Kreis nach rechts. Oder 100 für die Position auf der y-Achse. Wenn ich das einmitten möchte auf dieser Fläche, dann muss ich mir überlegen, wie breit und wie hoch ist diese Fläche. Das durch 2 teilen und dann geht dieser Kreis in die Mitte. Jetzt solche Rechnungen musst du die ganze Zeit machen beim Creative Coding. Wie groß ist etwas, wie klein ist etwas, wo ist die Mitte davon, wie positioniere ich mein Ding, dass es am richtigen Ort hingeht. Und es gibt hier aber Dinge, die dir helfen. Zum Beispiel stellt dir P5.js gewisse Namen zur Verfügung, die mit Werten verknüpft sind. Wie das aussieht, das ist so, der Name Width ist die Breite des Canvas und der Name Height ist die Höhe des Canvas. Wenn ich das ausführe, dann wandert der Kreis nach unten rechts, weil die Position des Kreises ist jetzt 400, 400. Und wenn ich diese Werte durch 2 teile, Schrägstrich 2, das ist eine Division, durch 2, dann geht der Kreis in die Mitte. Oder wenn ich das Viertle, dann springt der Kreis nach oben rechts. Also du kannst solche Namen verwenden, diese werden als Variablen bezeichnet. Width ist eine Variable, die die Breite des Canvas enthält. Und du kannst mit diesen Werten auch rechnen. Und das kann dir dabei helfen, Dinge an den richtigen Ort zu bringen. Es gibt auch interessantere Variablen, zum Beispiel Maus X und Maus Y. Auch das sind zwei Variablen, die von P5 bereitgestellt werden. Wenn ich das ausführe, dann, wenn der Cursor nicht auf dem Canvas ist, passiert nichts, aber sobald ich auf dem Canvas bin, bewegt sich der Kreis. Wenn du auf der P5-Website auf Get Started klickst, ist das eines der ersten Beispiele, die gezeigt werden. Und es wird dann auch erklärt, wie du abfragen kannst, ob der Cursor geklickt ist und wie du eine Spur ziehen kannst. Und so kannst du eine Art Zeichenprogramm selber schreiben. Was ich hier noch zeigen kann, ist das Background, ja, den Hintergrund
einstellt. Und dann gibt es die Funktion Stroke. Und wenn du dort Farbwerte eingibst, zum Beispiel 255, 255, 0, das wäre dann rot und grün gemischt. Es gibt gelb, jetzt haben wir einen gelben Kreis um den, einen gelben Strich um den Kreis gezeichnet. Das ist nicht so gut sichtbar, also mache ich es vielleicht lieber einfach nur rot. Ist der Kreis rot umrandet. Es ist möglich, diese Strichstärke einzustellen. Ich glaube, es heißt Stroke Weight. Wenn ich dort 10 angebe, dann wird das dicker. Also solche Dinge, solche Einstellungen machst du mit solchen Funktionen hier. Und eine weitere Funktion ist Fill. Das ist dann die Füllfarbe, also Stroke ist der Umriss und Fill ist die Fläche dieser Form. Wenn ich Fill auf 0 stelle, dann wird der Kreis schwarz. Wenn ich sage Fill 255, 255, 0, dann wird der Kreis gelb. Oder wenn ich es transparent möchte, muss ich etwas anderes schreiben. Dann muss ich schreiben No Fill. Oder umgekehrt, wenn ich die Farbe wiederherstelle. Wenn ich keine umgebende Linie möchte, dann kann ich schreiben No Stroke. Und dann sehe ich nur die Füllfarbe. Also so änderst du Farbwerte. So viel dazu und in einem nächsten Video schauen wir uns Zufallszahlen und Schleifen an.